Es war ein Wochentag im August des Jahres 2001, als es zu einer ungewöhnlichen Zeit für mich gegen 8.30 Uhr morgens an meiner Haustür klingelte. Ich dachte an gar nichts Schlimmes, bis man mir den Haftbefehl zum Lesen gab. Da ist es mir dann schon früh morgens schon ein bisschen schlecht geworden. Von diesem Tag an war das Leben des Lehrers Horst Arnold nicht mehr so, wie er es kannte. Er wird vom Fleck weg verhaftet. Ab jetzt soll er nicht mehr unbescholtener Bürger sein, sondern Verbrecher. Der Vorwurf: Vergewaltigung einer Kollegin. Seine neue Welt: das Gefängnis. Ich habe das erlebt als 5 Jahre Hölle. 5 Jahre Hölle, 1800 und noch was Tage und Nächte kämpfen ums Überleben. Jeden Tag sitzen hunderte Menschen unschuldig in deutschen Gefängnissen. So lauten zumindest Schätzungen, die auf Entschädigungszahlungen der Bundesländer beruhen. Tatsächlich sind es wohl weitaus mehr. Das System sieht nicht vor, dass die Justiz sich irrt. Deshalb ist es extrem schwer, die eigene Unschuld zu beweisen. Und wer das schließlich schafft, den lässt der Staat im Stich. Aber jeden kann es treffen. Eine Kleinstadt in Hessen. Wie jeden Tag kommt Gymnasiallehrer Horst Arnold zur Schule. Er hat persönliche Probleme in dieser Zeit, trinkt viel und gilt bei Kollegen als schwieriger Geist. An der Schule unterrichtet er Sport und Biologie. In einer Pause will er ein DNA-Modell in einen Biologie-Vorbereitungsraum zurückbringen. Darin sitzt Kollegin Heidi K. Die Tür schließt sich. Über das, was dann passiert, gibt es 2 Versionen. Seine: es gab nur ein Gespräch. Ihre lässt sich der polizeilichen Anzeige entnehmen, die Heidi K. eine Woche später erstattet. Darin heißt es: er hat mich täglich angegriffen, körperlich bedrängt, sexuell genötigt. Die Mühlen der Justiz mahlen schnell. Zwei Wochen später wird Arnolds Leben auf den Kopf gestellt. Die Kriminalbeamten kommen mit dem Haftbefehl in sein Haus. Den Polizisten habe ich einen Kaffee angeboten und ich dachte an einen schlechten Scherz oder an eine Verwechslung und konnte mir aus diesem Haftbefehl gar keinen Reim draus machen. Er hat die Tat bestritten und konnte sich auch bei ihm nicht erklären, wie dieser Vorwurf überhaupt zustande gekommen war. Nach der Verhaftung ermitteln Kommissar Plewka und seine Kollegen weiter. Sie versuchen zusammenzutragen, was eine der beiden Versionen stützen könnte. Spuren, Aussagen, Verwertbares. Es gab fatalerweise weder irgendwelche Indizien und auch keine Beweismittel. Warum? Weil keine vorhanden waren. Ist das üblich? Es ist sehr ungewöhnlich. Das vermeintliche Opfer Heidi K. unterrichtet weiter an der Schule. Über die angebliche Vergewaltigung spricht sie mit Bekannten. Und mit Anja Keinert, der für ihre Schule zuständigen Frauenbeauftragten. Schon kurz nach Arnolds Verhaftung macht sie sie zu ihrer Vertrauten. Ich war natürlich geschockt. Und habe da in mir das Bedürfnis gespürt, sie zu trösten oder ihr irgendwas Gutes anzutun. Also ich fühlte mich für ihr Seelenheil zuständig in der Zeit. Ich glaube, aus diesem Gefühl heraus ist auch das Angebot entstanden, dass ich sie zum Gericht begleitet habe. Fast ein Jahr später kommt es zur Gerichtsverhandlung. Genauso lange sitzt Horst Arnold nun schon in Untersuchungshaft. Er denkt, jetzt wird sich alles aufklären. Jetzt wird er freikommen. Ich habe naiv, wie ich damals, vielleicht heute noch bin, ich habe damals noch an den Rechtsstaat geglaubt und habe gehofft, dass die Richterschaft
als auch die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis kommen werden, dass die Sache nicht stimmig ist. Heidi K. bleibt bei ihrer Aussage. Die Staatsanwaltschaft glaubt ihr und plädiert auf Höchststrafe wegen Vergewaltigung. Arnold hat das bestritten. Man ist offensichtlich davon ausgegangen, dass das, was er sagt, eine Schutzbehauptung ist, dass sie die Wahrheit sagt, dass das, was sie sagt, plausibel ist, dass das Sinn hat und somit die Aussage von ihm offensichtlich nicht wahr ist. Stand aber Aussage gegen Aussage. Ja. Und das reichte. Das ist eine Frage, die Sie keinem Staatsanwalt stellen sollten. Dann die Entscheidung. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Horst Arnold wird wegen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt. Was geht in einem Menschen vor, der dann weiß, die nächsten Jahre, die sitze ich jetzt hier? Verzweiflung, Selbstaufgabe, ja, da bricht eine Welt zusammen. Ungewöhnlich war, dass Ermittler Horst Plefka den Prozess nur als Außenstehender beobachten konnte. Das Gericht wollte ihn nicht als Zeugen hören, obwohl keiner den Fall so gut kannte wie er. Monatelang hatte er rekonstruiert, ermittelt, versucht, irgendetwas zu finden. Vergeblich. Es gab keine Zeugen, die die Frau aufgelöst in der Schule gesehen hätten. Es waren keine verwertbaren Zeugenaussagen dabei. Es stand am Ende einfach ausschließlich die Aussage der Frau K. Und das hat genügt, einen Mann 5 Jahre hinter Gitter zu bringen? Offensichtlich. Hat Sie das gewundert? Mich hat das Urteil gewundert, ja. Erst nach diesem Urteil begreift Arnold, was es für sein Leben bedeuten würde. Es heißt nicht nur 5 Jahre Haft. Ab jetzt würde er immer ein rechtskräftig verurteilter Vergewaltiger sein. Nach dem letztendlichen Urteilsspruch war es dann natürlich mehr wie verzweifelt, so ungefähr wie das Leben ist zu Ende, es macht alles gar keinen Sinn mehr. Oder was soll aus dir werden, wenn die Strafe beendet ist? Zukunftsängste, Isolationsängste, ja, Angst. Angst ist ein treffendes Wort. Angst in jeder Beziehung. Ich denke mal, dass in dem Verfahren jeder der Meinung war, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Wenn sich ergeben sollte, dass diese Entscheidung anzuzweifeln war, weil das die Tat so nicht begangen wurde, dann kann man sich höchstens den Vorwurf machen, warum man der Person geglaubt hat, aber nicht unbedingt, weil die Arbeit schlecht gemacht wurde. Die Fehler im Fall Arnold, sie werden nicht ewig unentdeckt bleiben. Eine andere Stadt, ein anderes Gericht, ein anderes fatales Fehlurteil. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Monika de Montgason wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wird festgestellt. Haben Sie das verstanden, das Urteil in dem Moment? Nee, überhaupt nicht. Weil hat ja überhaupt nichts mit Wahrheit zu tun. Und auch nicht mit einem fairen Prozess. Überhaupt nicht. Jedenfalls nicht in meinen Augen. Ein gutes Jahr vorher. Es ist Abend, als die Arzthelferin Monika de Montgason vom Dienst kommt. Seit ein paar Wochen wohnt sie mit ihrem Lebensgefährten bei ihrem bettlägerigen und schwer krebskranken Vater Theodor, um ihn zu pflegen. Die Ärzte geben ihm da nur noch wenige Wochen. Vielleicht bis Weihnachten. Ich hab den Abend mit meinem Vater noch gequatscht. Und der war also richtig gut drauf, muss ich dazu sagen, an dem Abend. Dann bin ich kurz vor 12 ins Bett und bin dann wach geworden, so eine halbe Stunde später. Hab gedacht, ich höre so Regen auf so Fensterbrett klopfen. Sie sieht Qualm unter der Tür ihres Vaters hervorkommen. Dann bin ich raus und da kam auch schon gleich die Feuerwehr. Ihr Vater kommt in dieser Nacht
in den Flammen ums Leben. Monika de Montgason wird kurze Zeit danach verhaftet. Den Grund erfährt sie erst später. Als wir dann bei der Kripo waren, wurde mir dann eröffnet, dass ich unter Mordverdacht stehe und dass sie jetzt erstmal Tacheles reden mit mir. In der Untersuchungshaft wird sie immer wieder verhört. Sie soll den Vater heimtückisch ermordet haben. Für die war ich schuld. Ja, für die war ich schuld. So hatte ich jedenfalls das Gefühl. Sie kommt in die JVA Berlin-Pankow, beteuert immer wieder ihre Unschuld. Ihr Anwalt kennt solche Beteuerungen, aber in diesem Fall fehlt das Entscheidende. Ein kriminalistischer Grundsatz lautet, keine Tat ohne Motiv. Und ein Motiv der Mandantin sah ich nicht. Und ich meine, der Vater von Frau de Montgason hatte eine Lebenserwartung von 1 bis 2 Monaten. Wenn es ihr wirklich auf das Geld des Vaters angekommen wäre, das sie als Erbin zur Hälfte miterbt hätte, dann hätte sie 1, 2 Monate nur warten müssen. Sie soll eine Mörderin sein. Schuld sein nicht nur an dem Brand, sondern vor allem auch an dem Tod ihres Vaters, von dem sie sich nicht mal mehr hat verabschieden können. Ja, zur Beerdigung konnte ich ja nicht gehen, weil man mir gesagt hat, wenn denn nur in Handschellen. Mit Polizeischutz, also Polizeibegleitung, und man hat gesagt, nee, will ich nicht. Die Ermittler des LKA sichern Spuren in dem abgebrannten Haus. Ein Chemiker kommt zu dem Schluss, literweise Spiritus wurde ausgegossen und angezündet. Eindeutig Brandstiftung. Aber gab es wirklich 20 verschiedene Brandherde in allen Ecken? Der ganze Boden in Flammen? Die Familie muss für viel Geld eigene Brandgutachter beauftragen. Und die kommen zu ganz anderen Ergebnissen. So wie das die Ermittler vom Landeskriminalamt meinten, dass im Prinzip das herrührte von vergossenen Brennspiritus auf dem Fußboden, vergossenen an den 20 verschiedenen Stellen, da waren wir uns im Klaren, das musste falsch sein. Warum? Wir konnten an keiner Stelle Spuren finden, die darauf hinwiesen, dass es einen Aufbrand vom Fußboden ausgegeben hätte. Kein Aufbrand vom Fußboden. Das heißt, literweise vergossener, hochentflammbarer Spiritus, aber er brannte nicht. Unmöglich für den Experten Rabes. Aber vor Gericht darf er nicht aussagen. Das war alles ausgearbeitet und das hatten wir alles dargelegt. Und das wurde alles ad acta gelegt, das wurde nicht gehört und wurde nicht beachtet. Und diese Nichtbeachtung, das war im Prinzip das sicher auch, was zu so einem Fehlurteil dann sicher mitgeführt hat. Im Urteil gegen Monika de Montgason vor dem Landgericht im Januar 2005 folgt man den LKA-Sachverständigen. Danach nahm sie bewusst in Kauf, dass ihr fast bewegungsunfähiger, hilfloser Vater dem zumindest seelisch qualvollen Feuertod würde ins Auge sehen müssen. Kaltblütiger Mord also. Die Strafe lebenslänglich. Mit besonderer Schwere der Schuld. Mit wie viel Hoffnung ich hier eigentlich reingegangen bin in diesem Saal. Meine Vorstellung von Wahrheit und Recht, die hat man mir einfach mal genommen. In diesem Saal hier. Von Gerechtigkeit. Monika de Montgason kommt wieder in die Justizvollzugsanstalt Pankow. Diesmal aber als verurteilte Mörderin. Das Leben schrumpft zusammen auf 8 Quadratmeter Stille. Jede Minute quält sie der eine Gedanke. Sie ist unschuldig, aber keiner glaubt ihr. Es bleibt die Ohnmacht, sich nicht dagegen wehren zu können. Montgason darf nicht alleine telefonieren, kaum Besuch bekommen. Und wenn ihr Sohn sie alle 2 Wochen sehen darf, darf sie ihn noch nicht mal umarmen. Wenn sie Besuch kriegen, und dann dürfen sie den nicht anfassen, sie dürfen ja nicht, noch nicht mal die Hand geben, gar nichts. Und das ist eigentlich so das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann. Jedenfalls für mich. Während für den Staat der Fall Montgason erstmal erledigt ist, kämpft ihre Familie draußen weiter.
Ihr Schwager Rudolf Josek will sich mit dem Urteil nicht abfinden. Auch er sucht nach der Ursache für den Brand. Waren Sie auch drin damals dann in dem Haus? Ja, sicherlich. Nachdem es gebrannt hatte? Ja, ja. Was ihn vor allem antreibt, warum starb sein Schwiegervater? Er ist ja unschuldig ums Leben gekommen und wird gesagt, es ist Mord, ne? Er recherchiert Tag und Nacht. Die Frage, die es zu klären gilt, woher kommen die Rückstände von 20 Litern Spiritus? Der angebliche Vergewaltiger Horst Arnold muss schon in der Untersuchungshaft lernen, wie anders die Gefängniswelt funktioniert. Und er muss lernen, Sexualstraftäter stehen in der Hierarchie ganz weit unten. Ich bin ja ständig bedroht worden. Und manchmal ist ja auch die Bedrohung umgesetzt worden. Prügel oder Sextäter, ist mir in Erinnerung, halt es mal von einer Zelle raus über einen riesigen Hof. Und dann geht man in die Zelle zurück und denkt? Zum Beispiel an Selbstmord. Noch vor seinem Prozess kommt Arnold in die forensische Psychiatrie. Er soll von seiner Alkoholsucht geheilt werden, vor allem aber eine Therapie machen wegen des Vergewaltigungsdeliktes. Mit seiner Seele befassen sich gleich 7 Psychologen. Eine Übung, der Opferbrief. Da vorne an der Wand war so ein Flipchart, so eine Tafel mit der Aufgabe, wir sollen einen Opferbrief schreiben. Es war für mich unvorstellbar, einen Brief zu schreiben an ein Opfer, das es für mich nie gab. Bei mir hatte ich immer wieder um das eine gedreht, Geständnis. Warum legt er kein Geständnis ab? Für Bedienstete ist es unvorstellbar, für die sind alle im Gefängnis schuldig. Es liegt nicht in der Kompetenz der Klinik, ein Gerichtsurteil anzuzweifeln. Wir gehen davon aus, dass das, was das Urteil beinhaltet, den Tatsachen entspricht. In diesen Therapien ist Unschuld also nicht vorgesehen. Während Arnold in der Haft immer wieder beteuert, unschuldig zu sein, kämpfen seine Eltern draußen in ihrem kleinen Wohnort Waldmichelbach gegen das Stigma, die Eltern eines Vergewaltigers zu sein. Wir waren am Boden zerstört. Wir haben uns hier verschanzt im Haus. Haben Sie sich geschämt? Ich habe immer gedacht, ich brauche gar nichts erzählen, was da im Vorfeld in der Zeitung stand, wie er die Frau zugerichtet hat, gell? Und so, mir glaubt niemand. Da musste jeder denken, da muss was dran sein, gell? Und dann noch diese Höchststrafe, gell? Das war einfach so. Vor der Außenwelt verschließt sie sich. Kein Radio, keine Zeitung, keine Begegnungen. Helga Arnold verlässt kaum noch das Haus. Nur wenn sie einmal die Woche mit ihrem damals schwerkranken Mann ihren Sohn in der Gefängnisklinik besucht. Da erzählt er immer wieder, dass er unbedingt gestehen soll. Eines Tages, Besuchertermin wie immer dienstags, der Hass kam und hat gleich als erstes gesagt, es lag ihm sehr am Herzen, stellt euch vor, jetzt wollen sie mich erpressen. Indem er mir erst gedroht hat, und später hat man das umgekehrt in Vergünstigungen, die man angedeutet hat, nach 2/3 der Strafe, wie das bei Ersttätern der Fall ist, mich zu entlassen. Mein Mann war damals schon sehr krank, sehr krebskrank. Der hat gleich geheult und gesagt, Horst, mach's doch bitte. Nur kommst du heim, ich bin doch so krank. Es ging mir ein paar Tage durch den Kopf, aber ich konnte es nicht. Ich konnte nicht etwas gestehen, was nie stattgefunden hat. Die Klinik sagt später, darüber fände sich nichts in ihren Akten.
Weil Arnold die Tat nicht zugibt, erhält er keinerlei Vergünstigungen. Er darf nicht zum Sport, nicht zu Hofgängen, nur selten aus der Zelle, nur zu Therapien. Aber die gibt die Klinik dann irgendwann auf. In ihren Gutachten bescheinigt man Arnold charakterliche Verwahrlosung und schwere seelische Abartigkeit. Ein Unschuldiger, der einfach nicht gestehen will. Wenn eine ganze Horde von Psychologen über verschiedene Therapien sich intensivst mit dem Seelenkostüm von Herrn Arnold beschäftigt und dann auch beurteilt das Ganze, dass nicht einer mal auf die Idee kommt, er hat diese Tat nicht begangen. Das ist eine Situation, die uns nicht unvertraut ist. Das kommt immer wieder vor. Wir können nicht differenzieren, ob jemand die Wahrheit sagt oder aber ob er eine bestimmte Situation vermeiden will. Und diese Möglichkeit haben wir nicht, auch nicht als Psychologen oder Psychiater. Was taucht denn dann die ganze Psychologie? Ja, die Therapie eröffnet einem Patienten die Möglichkeit, sich zu verändern. Das ist Therapie. Aber zu was soll sich ein Unschuldiger verändern? Nach 5 Jahren in verschiedenen Gefängnissen wird Horst Arnold Ende 2006 entlassen. Weil er nicht gestanden hatte, musste er die volle Haftstrafe absitzen. Aber er wird schnell merken, wie sehr die ihm zugeschobene Schuld weiter an ihm haftet. Freiheit? Klar, man sehnt sich diesen Tag herbei, aber gleichzeitig, so ging es mir, geht einem Kopf rum, was wird aus einem, weil wer möchte etwas mit einem rechtskräftig verurteilten Sexualverbrecher zu tun haben? Auch die Außenwelt hatte sich verändert. Sein Haus hatte Arnold wegen der hohen Anwaltskosten verloren. Seine Lebensgefährtin hatte ihn während der Gefängniszeit verlassen. Er ist mittellos, zieht ins Saarland, dahin, wo ihn keiner kennt. Die Haftzeit hat ihn ausgezehrt. Arnold muss sich wegen Depressionen behandeln lassen. Er schreibt hunderte von Bewerbungen. Vergeblich. Der Lehrer ist zum Hartz-IV-Empfänger geworden. Es hat schon seinen Grund, dass das Selbstwertgefühl die letzten Jahre wohl sehr gelitten hat. Weil sämtliche Versuche, 200 reichen nicht, wieder eine Anstellung zu finden, die sind bisher mehr oder weniger kläglich gescheitert. Arnold, frei, abgetaucht, Sozialfall und schuldig. Damit hätte die Geschichte enden können. Wäre da nicht die Frauenbeauftragte Anja Keinert gewesen? Sie hatte der angeblich vergewaltigten Lehrerin damals geglaubt. Aber in den Jahren danach hört Keinert seltsame Geschichten über das angebliche Opfer. Und die lassen sie zweifeln. Von einer gestorbenen Tochter, die es gar nicht gab. Von einem angeschossenen Lebensgefährten. Dann habe man auch noch versucht, sie zu vergiften. Unglaubliche Geschichten, die auch öffentlich werden. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen über die Schule, an der sie vergiftet worden sei. Und da habe ich gemerkt in mir auch so ein Stück Zweifel. Also schon wieder ist da irgendwas, habe ich gedacht. Und dann so sozusagen dieses Quäntchen, was dann dazu geführt hat, dass mir also wirklich so schlagartig wie so eine innere Erleuchtung kam. Das war, als ich gehört habe, dass sie die Behauptung aufgestellt hat, der Ermittler in ihrem Vergiftungsfall sei heimtückisch ermordet worden. In dem Moment ist wie so nicht physisch irgendwas durch mich hindurchgegangen, bis in die Fußspitzen. Also wie so eine Art Erkenntnis, wie so ein Schlag, also dass da ein Riesenunrecht geschehen ist. Und ich spürte so eine gewisse Hilflosigkeit, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Also an wen ich mich wenden sollte und wer mir überhaupt glauben würde. In ihrer Not wendet sich Anja Keinert an ihren Bruder. Der ist Rechtsanwalt. Eigentlich kennt er sich mit solchen Fällen gar nicht aus. Aber seiner Schwester zuliebe fängt er an zu recherchieren, nimmt Kontakt mit Arnold und dessen früherem Anwalt auf.
Ich habe dann die Akten auch eingesehen und die Akten haben mir dann für mich die Überzeugung betoniert geradezu, dass Herr Arnold auf jeden Fall unschuldig ist. Anwalt Liro will den Fall neu aufrollen. Die Akte Arnold, sie wird nochmal geöffnet werden. Eineinhalb Jahre sitzt Monika de Montgason jetzt im Gefängnis. Welcher Bruchteil ist das von lebenslänglich? Die Welt im Gefängnis bleibt ihr fremd. Ein Leben, das man nicht in der Hand hat. Und die quälenden Gedanken, wie es dazu kam. Die Außenwelt war für mich unerreichbar in dem Moment, ja. Dass man da im Prinzip wirklich weggeschlossen war. Da kam dann die ganze Erinnerung an den Brand, an meinen Vater und an meinen Sohn. Da kam schon eine Menge hoch. Und war mit seinen düsteren Gedanken ganz alleine. Draußen aber kämpft ihr Schwager Rudolf Josik weiter, schläft kaum noch, liest Bücher, Aufsätze, bildet sich regelrecht zum Brandexperten aus, um ihre Unschuld zu beweisen. Die entscheidende Frage, woher kommen die ganzen Rückstände von Spiritus? Zwar haben die Ermittler im Haus einige Komponenten davon gefunden, doch gerade die größte Komponente fehlt oft, das Ethanol. Alle vier müssen vorhanden sein, sonst ist das kein Spiritus. Aber Ethanol war überhaupt nicht vorhanden. An etlichen, nicht an allen, aber an etlichen ist Ethanol gar nicht da. Und die haben trotzdem behauptet, das ist Spiritus. Aber wenn es kein Spiritus war, was dann? Auch Brandgutachter Rabes recherchiert, nimmt Kontakt mit anderen Experten auf. Dann der Durchbruch. Er stößt auf Studien, die belegen, dass dieselben Rückstände eine ganz andere Ursache haben. Es resultiert aus der Verbrennung von Holz. Und in der Wohnung, in dem Wohnhaus von Montgason waren ja Unmengen von trockenem Holz. Also es war ja Holzpaneele an der Decke, an den Wänden, überall. Das war ja alles restlos verbrannt. Und da war im Prinzip die Quelle klar. Das heißt, die gefundenen Rückstände stammen von der Holzverschalung im Haus. Kein Spiritus, also auch keine Brandstiftung. Recherchiert nicht von der Staatsanwaltschaft, sondern von privaten Brandgutachtern, die Montgason bezahlen muss. Der Bundesgerichtshof lässt daraufhin eine Revision zu. In seinem Beschluss dazu beurteilt er die Gutachten des LKA als rechtsfehlerhaft. Der Mordfall Theodor de Montgason. Er muss noch mal vor Gericht. Nach fast 2,5 Jahren Haft kommt Monika de Montgason aus dem Gefängnis frei. Vorerst, bis zum neuen Prozess. Ihr größter Wunsch, so schnell wie möglich wieder ein normales Leben führen. Haben Sie sich Dinge vorgenommen, von denen Sie gesagt haben, da hatten wir jetzt 2,5 Jahre drauf gewartet und jetzt kann ich wieder? Erstmal Wohnung suchen und Arbeit. Das waren so eigentlich meine primären Vorstellungen, die ich hatte, dass ich schnellstmöglich Arbeit und eine Wohnung finde. Aber wer gibt schon jemandem eine Wohnung oder eine Arbeit, der zuletzt im Knast gelebt hat? Umso nötiger eigentlich, dass jemand hilft. Aber im Resozialisierungssystem sind Justizopfer nicht vorgesehen. Die Logik, keine Hilfe, denn Unschuldige müssen ja nicht resozialisiert werden. Wir treffen den damaligen Vorsitzenden der zuständigen Justizministerkonferenz, den hessischen Justizminister Jörg-Uwe Hahn. Was hält er von Wiedereingliederungshilfen für unschuldig Inhaftierte? Wenn jemand nach verbüßter Haftstrafe zurück in die Gesellschaft kommt, dann bekommt er meistens Hilfe bei der Wohnungssuche, Hilfe bei der Arbeitssuche, Hilfe bei allem Möglichen, was das tägliche Leben anbelangt, Bewährungshilfe. Das bekommt niemand, der unschuldig im Gefängnis saß. Dafür gibt es überhaupt keine Institution. Halten Sie das für richtig? Ich glaube nicht, dass der Sachverhalt so stimmt. Bestimmt. Sondern ich glaube, dass diese Person genauso wie jeniger, der aus der Haft entlassen worden ist, die er zu Recht verbüßt hat, den Weg zum Sozialamt antreten kann. Sozialamt heißt die Wiedereingliederungshilfe des Justizministers also. Und da landet Monika de Montgason auch.
dass sie vor ihrer Haft eine Stelle als Arzthelferin, eine schöne Wohnung, ein gutes Leben hatte, spielt dabei keine Rolle. Montgason lebt im Niemandsland, solange das alte Urteil zwar aufgehoben, das neue aber noch nicht gefällt ist. Zwei Jahre später, der entscheidende Prozesstag, Urteilsverkündung. Das Gericht stellt fest, es war keine Brandstiftung. Die Brandursache, eine Zigarette, die der Vater im Bett geraucht hatte. Freispruch für Monika de Montgason. Frau Montgason, was sagen Sie? Ich bin zufrieden, aber im Moment, ich muss erst mal einen Moment sacken lassen. Ja, also, darf ich jetzt erst mal durch. Danke. Während Monika de Montgason nun offiziell als unschuldig gilt, ist Horst Arnold zwar frei, gilt aber immer noch als Vergewaltiger. Er hat Zeit. Zu viel Zeit. Denkt immer wieder zurück an den Tag, der sein Leben entschieden hat. Was wirklich hinter dieser Tür geschah, versucht Anwalt Liro zu rekonstruieren. Und er findet Ungereimtheiten. Schon allein die Tatsache, Vergewaltigung in einem mehr oder weniger zugänglichen Raum, in einer Schulpause. Anschließend setzt die Lehrerin den Unterricht fort. Der ganze Fluchtweg war eigentlich so, dass, wenn man sich die Örtlichkeiten angeguckt hätte, hätte man feststellen müssen, unbemerkt konnte sie eigentlich kaum vom Ort der Vergewaltigung dann zum Schulunterricht gelangen. Das Gericht hätte sich den Tatort angucken müssen, dann wäre eigentlich ersichtlich gewesen, das geht so nicht. Der Tatort. Nach ihrer Version soll innerhalb von gerade mal 15 Minuten Folgendes passiert sein. Sein Gang zum Biologieraum, ein längeres Gespräch, es gipfelt in einem Streit, dann die Vergewaltigung, ihre Flucht den Gang entlang, hinaus über eine Feuertreppe hinunter, in ein Gebüsch, sie habe sich übergeben, ihre Kleidung gerichtet, sei dann in ein anderes Gebäude, wo sie pünktlich zum Unterricht erschienen ist. Und niemand hat was bemerkt. Medizinische Untersuchungen ergaben nichts Verwertbares. Und die Kleidung? Es konnte keine Untersuchung durchgeführt werden, weil das Opfer ihre Kleidungsstücke über den Hausmüll vernichtet hatte. Noch eine Geschichte fällt Anwalt Liro auf. Sie soll sich eine Woche später abgespielt haben. Dass das Vergewaltigungsopfer Herrn Arnold auf dem Marktplatz in Michelstadt an einem bestimmten Tag zusammen mit ihren Eltern getroffen haben will. Und da soll er ihr zugerufen haben, ich kriege dich noch, ich werde dich schon noch bekommen. Es stellte sich dann aber heraus, dass das gar nicht sein konnte, da ich zu diesem Zeitpunkt nachweislich schon in Untersuchungshaft in Darmstadt-Weiderstadt im Gefängnis saß. Und noch mehr Widersprüche. Obwohl die Lehrerin angeblich durch die Tat so starke Verletzungen erlitten hatte, dass sie sich kaum bewegen konnte, belegt Liro, dass sie in den Tagen danach mehrfach Tennis gespielt hatte. Später wird gerichtlich festgestellt werden, unmöglich mit den behaupteten Verletzungen. Neue Erkenntnisse zur angeblichen Tat. Und was macht die Justiz? Normalerweise ist das so, dass die Staatsanwaltschaft, wenn neue Aspekte bekannt werden oder wenn man davon ausgeht, dass neue Ermittlungen aufgenommen werden müssen, dass die sich dann an die Polizei wendet und die Polizei dann diese Ermittlungen durchführen. Das ist der Normalfall. Hat das stattgefunden? Nein. Warum nicht? Das wollen wir von der Staatsanwaltschaft in Darmstadt selbst erfahren. Was haben die neuen Erkenntnisse ausgelöst im Fall Arnold? Bloß wenn eine Geschichte nach einem Prozess aufkommt, die möglicherweise jetzt so aus Ex-Post-Betrachtung Zweifel an einem Urteil, an einer Anklage oder an einem ganzen Ermittlungsverfahren zutage führen, muss es ja nicht gleichzeitig bedeuten, dass man jetzt handeln muss und sagt, okay, dann ist alles, was wir vorher gemacht haben, falsch gewesen. Keine Fehler also und auch keine Veranlassung zu handeln.
Monika de Montgason wird auch Jahre nach dem Freispruch immer noch von ihrer Geschichte eingeholt. Private Brandgutachter hatten ihr zur Freiheit verholfen. Die Kosten für sie muss eigentlich der Staat tragen. Aber der weigert sich nun und ein Gericht beschließt, sie soll 30.000 Euro davon selbst bezahlen. Meine Gutachter hätten zu viel Zeit mit diesen Vorbereitungen für den Prozess verbracht und hätten zu teure Fahrkosten in Rechnung gestellt. Und also, verstehe nicht. Ich muss immer noch sagen, ich verstehe es nicht, wie man sich erdreisten kann, einem Gutachter zu sagen, du bist zu teuer. Sind das die Kosten für ihre Freiheit? Nicht der Justiz, nur dem Engagement ihres Schwagers und ihres Anwalts hat sie die zu verdanken. Und den eigenen Gutachtern. Wenn sie das Geld nicht ausgegeben hätten, dann wäre sie eindeutig verurteilt worden. Es wäre uns gar nicht möglich gewesen, als Laien nachzuweisen, wie sich der Brand letztendlich entwickelt hat und was die Ursache des Brandes gewesen wäre. Monika de Montgason fragt sich, ob die Geschichte irgendwann von ihr abfallen wird, sie loslassen. Ob sie irgendwann ganz frei sein wird. Das kann man einfach ja nicht wieder gut machen. Die zerstören einfach mal so ein Leben. Hat sich da mal jemand bei Ihnen entschuldigt? Jemand, nee. Nee. Das deutsche Rechtssystem. Ist es blind gegen seine Justizopfer? Ihnen droht schuldlos der soziale Abstieg. Sie bekommen kaum Hilfe bei dem Weg zurück in die Gesellschaft. Und man kann sie warten lassen. Denn die eigene Unschuld zu beweisen, dauert oft Jahre. Das erlebten sowohl Monika de Montgason als auch Horst Arnold. Sein Anwalt Liro hatte schon Anfang 2008 alles für ein Wiederaufnahmeverfahren zusammengetragen und es beantragt. Aber bis zum Prozess sollte es noch ganze 3 Jahre dauern. So lange gilt Arnold weiter als Vergewaltiger. Ein Grund? Die Staatsanwaltschaft ließ die Akte erstmal liegen. Was hat sie zur Aufklärung beigetragen? Hat sich denn die Staatsanwaltschaft hier in Darmstadt jemals diesem Wiederaufnahmeverfahren in irgendeiner Weise angeschlossen? Haben die dazu beigetragen? Nichts. Und haben Sie dieses Wiederaufnahmeverfahren dann später unterstützt? Nein. Zehn Jahre nach der angeblichen Tat, fast 5 Jahre nachdem Arnold aus dem Gefängnis entlassen wurde. Der Tag, der endgültig über seine Schuld oder Unschuld entscheiden soll. Der Tag der Urteilsverkündung. Die Beweislage ist eindeutig. Horst Arnold wird freigesprochen. Im Urteil heißt es: Am 28.08.2001 hat sich im Biologievorbereitungsraum der Georg-August-Zinn-Gesamtschule in Reichelsheim nichts abgespielt, was sich auch nur ansatzweise als sexuelle Nötigung oder gar Vergewaltigung darstellen könnte. Mündlich sagt der vorsitzende Richter zu Arnold: Ihnen wurden 10 Jahre Ihres Lebens verpfuscht. Natürlich geht es mir nach diesem Urteilsspruch gut. Von einer Genugtuung möchte ich nicht sprechen. Ich denke sogar, es war mehr. Mein Leben wird nicht ab morgen, aber ab den nächsten Monaten wieder um 360 Grad gedreht. Dazu soll zuerst die Entschädigung kommen. Und wie entschädigt nun der deutsche Staat Justizopfer wie Horst Arnold? Mit gerade mal 25 Euro pro Gefängnistag. Deutschland ist damit Schlusslicht in Europa. Wir halten das für angemessen. Ich glaube, eine Angemessenheit kann man schon gar nicht dokumentieren. Was ist angemessen für einen Tag hinter Gittern? Es ist ein symbolischer Betrag. Dieser symbolische Betrag ist mit 25 Euro sehr gering. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es den Menschen auch nicht weiterhilft, wenn es jetzt 250 Euro wäre. Es ist auf jeden Fall eine weitere menschliche Enttäuschung, denn neben der wirtschaftlichen
Entschädigung spiegelt sich natürlich auch eine Wertschätzung in diesem Betrag nieder. Und wenn man jemanden 25 Euro für einen Tag im Gefängnis bezahlt, dann sagt man ihm damit auch, dass sein Schicksal eben nicht so besonders bedeutend und wichtig ist. Justizopfer in Deutschland. Vom Rechtssystem weggesperrt, wieder ausgespuckt und alleingelassen. Wie viele in unseren Gefängnissen sitzen, weiß niemand genau. Denn nur wenige haben das Glück, dass sie Menschen haben, die ihnen helfen. Aber für die Politik zeigen gerade die entdeckten Fälle, wie gut alles klappt. Wir haben ein System. Das System funktioniert offensichtlich fast hervorragend. Es gibt ein paar leider bedauerliche Fehler, die gemacht worden sind, die dann hoffentlich auch alle wieder aufgeklärt werden. Und dann gibt es entsprechende Entschädigungen durch den Staat. Ich weiß nicht, warum man dieses System aufbrechen soll. Auch Horst Arnold soll 25 Euro Entschädigung pro Hafttag bekommen. Der Betrag für ein unterbrochenes Leben und 5 Jahre Haft. Was ihn massiv belastet, das endlose Warten darauf, dass er nun als Unschuldiger vielleicht doch wieder als Lehrer arbeiten kann. Jeden Tag erwartet er Post vom Kultusministerium, das ihn nach der angeblichen Tat fristlos entlassen hatte. Aber es kommt nichts. Wieder lässt ihn der Staat im Stich. Wie sieht denn so ein Leben aus? Es ist arm. Ganz arm. Keine feste Struktur. Es ist manchmal so ein richtiges in den Tag hineinleben. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. So etwas Schlimmes, wie mir vor 11,5 Jahren passiert ist. Vielleicht gibt es in ähnlicher Weise etwas ja mal noch was Positives im Leben. Ich muss und werde dahin gehen, wo man mir eine berufliche Chance gibt. Und damit eine Chance aufs Leben? Ja. Ganz klar, ja. Am 29. Juni 2012 stirbt Horst Arnold. Es ist 9 Uhr morgens, als Passanten ihn leblos auf dem Bürgersteig finden. Horst Arnold starb an einem Herzinfarkt. Er wurde 53 Jahre alt. Bis zu seinem Lebensende lebte Arnold von Hartz IV, hatte noch nicht einen Cent Entschädigung bekommen. Keine Stelle, keine Entschuldigung. Das ist natürlich wirklich traurig und bitter zugleich, dass ich ihm nicht schneller irgendwie zu der Genugtuung des Freispruchs und vielleicht auch der materiellen Entschädigung verhelfen konnte. Ich war zutiefst geschockt und bin es immer noch. Und unendlich traurig, weil ich ihm das wirklich nach all dem, was er erlitten hat, so gegönnt hat, dass er wieder ein normales Leben führen könnte. Ein Beruf, eine Frau, Beziehung, also alles das, was er so lange missen musste. Es ist einfach, die Vorstellung ist ganz schrecklich für mich. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek. Schon in Untersuchungshaft in Darmstadt, Weiderstadt, im Gefängnis saß. Und noch mehr Widersprüche. Obwohl die Lehrerin angeblich durch die Tat so starke Verletzungen erlitten hatte, dass sie sich kaum bewegen konnte, belegt Liro, dass sie in den Tagen danach mehrfach Tennis gespielt hatte. Später wird gerichtlich festgestellt werden, unmöglich mit den behaupteten Verletzungen. Neue Erkenntnisse zur angeblichen Tat. Und was macht die Justiz? Normalerweise ist es so, dass die Staatsanwaltschaft, wenn neue Aspekte bekannt werden oder wenn man davon ausgeht, dass neue Ermittlungen aufgenommen werden müssen, dass die sich dann an die Polizei wendet und die Polizei dann diese Ermittlungen durchführen. Das ist der Normalfall. Hat das stattgefunden? Nein.
Warum nicht? Das wollen wir von der Staatsanwaltschaft in Darmstadt selbst erfahren. Was haben die neuen Erkenntnisse ausgelöst im Fall Arnold? Bloß wenn eine Geschichte nach einem Prozess aufkommt, die möglicherweise jetzt so aus Ex-Post-Betrachtung Zweifel an einem Urteil, an einer Anklage oder an einem ganzen Ermittlungsverfahren zutage führen, muss es ja nicht gleichzeitig bedeuten, dass man jetzt handeln muss und sagt, okay, dann ist alles, was wir vorher gemacht haben, falsch gewesen. Keine Fehler also und auch keine Veranlassung zu handeln. Monika de Montgason wird auch Jahre nach dem Freispruch immer noch von ihrer Geschichte eingeholt. Private Brandgutachter hatten ihr zur Freiheit verholfen. Die Kosten für sie muss eigentlich der Staat tragen. Aber der weigert sich nun und ein Gericht beschließt, sie soll 30.000 Euro davon selbst bezahlen. Meine Gutachter hätten zu viel Zeit mit diesen Vorbereitungen für den Prozess verbracht und hätten zu teure Fahrkosten in Rechnung gestellt und verstehe es nicht. Ich muss immer noch sagen, ich verstehe es nicht, wie man sich erdreisten kann, einem Gutachter zu sagen, du bist zu teuer. Sind das die Kosten für ihre Freiheit? Nicht der Justiz, nur dem Engagement ihres Schwagers und ihres Anwalts hat sie die zu verdanken. Und den eigenen Gutachtern. Wenn sie das Geld nicht ausgegeben hätten, dann wäre sie eindeutig verurteilt worden. Es wäre uns gar nicht möglich gewesen, als Laien nachzuweisen, wie sich der Brand letztendlich entwickelt hat und was die Ursache des Brandes gewesen wäre. Monika de Montgar. Und hat gleich als erstes gesagt, es lag ihm sehr am Herzen, stellt euch vor, jetzt wollen sie mich erpressen. Indem er mir erst gedroht hat und später hat man das umgekehrt in Vergünstigungen, die man angedeutet hat, nach zwei Drittel der Strafe, wie das bei Ersttätern der Fall ist, mich zu entlasten. Mein Mann war damals schon sehr krank, sehr krebskrank. Der hat gleich geheult und gesagt, Horst, mach's doch bitte. Nur kommst du heim, ich bin doch so krank. Es ging mir ein paar Tage durch den Kopf, aber ich konnte es nicht. Ich konnte nicht etwas gestehen, was nie stattgefunden hat. Die Klinik sagt später, darüber fände sich nichts in ihren Akten. Weil Arnold die Tat nicht zugibt, erhält er keinerlei Vergünstigungen. Er darf nicht zum Sport, nicht zu Hofgängen, nur selten aus der Zelle, nur zu Therapien. Aber die gibt die Klinik dann irgendwann auf. In ihren Gutachten bescheinigt man Arnold charakterliche Verwahrlosung und schwere seelische Abartigkeit. Ein Unschuldiger, der einfach nicht gestehen will. Wenn eine ganze Horde von Psychologen über verschiedene Therapien sich intensivst mit dem Seelenkostüm von Herrn Arnold beschäftigt und dann auch beurteilt das Ganze, dass nicht einer mal auf die Idee kommt, er hat diese Tat nicht begangen. Das ist eine Situation, die uns nicht unvertraut ist. Das kommt immer wieder vor. Wir können nicht differenzieren, ob jemand die Wahrheit sagt oder aber ob er eine bestimmte Situation vermeiden will. Und diese Möglichkeit haben wir nicht, auch nicht als Psychologen oder Psychiater. Was taucht denn dann die ganze Psychologie? Ja, die Therapie eröffnet einem Patienten die Möglichkeit, sich zu verändern. Das ist Therapie. Aber zu was soll sich ein Unschuldiger verändern? Nach 5 Jahren in verschiedenen Gefängnissen wird Horst Arnold Ende 2006 entlassen. Weil er nicht gestanden hatte, musste er die volle Haftstrafe absitzen. Aber er wird schnell merken, wie sehr die ihm zugeschobene Schuld weiter an ihm haftet. Freiheit? Klar, man sehnt sich diesen Tag herbei. Aber gleichzeitig, so ging es mir, geht einem Kopf rum, was wird aus einem, weil wer möchte
etwas mit einem rechtskräftig verurteilten Sexualverbrecher zu tun haben. Monika de Montgason wird kurze Zeit danach verhaftet. Den Grund erfährt sie erst später. Als wir dann bei der Kripo waren, wurde mir dann eröffnet, dass ich unter Mordverdacht stehe und dass sie jetzt erstmal Tacheles reden mit mir. In der Untersuchungshaft wird sie immer wieder verhört. Sie soll den Vater heimtückisch ermordet haben. Für die war ich schuld. Ja, für die war ich schuld. So hatte ich jedenfalls das Gefühl. Sie kommt in die JVA Berlin-Pankow, beteuert immer wieder ihre Unschuld. Ihr Anwalt kennt solche Beteuerungen, aber in diesem Fall fehlt das Entscheidende. Ein kriminalistischer Grundsatz lautet, keine Tat ohne Motiv. Und ein Motiv der Mandantin sah ich nicht. Und ich meine, der Vater von Frau de Montgason hatte eine Lebenserwartung von 1 bis 2 Monaten. Wenn es ihr wirklich auf das Geld des Vaters angekommen wäre, das sie als Erbin zur Hälfte miterbt hätte, dann hätte sie 1, 2 Monate nur warten müssen. Sie soll eine Mörderin sein. Schuld sein nicht nur an dem Brand, sondern vor allem auch an dem Tod ihres Vaters, von dem sie sich nicht mal mehr hat verabschieden können. Ja, zur Beerdigung konnte ich ja nicht gehen, weil man mir gesagt hat, wenn denn nur in Handschellen. Mit Polizeischutz, also Polizeibegleitung, und man hat gesagt, nee, will ich nicht. Die Ermittler des LKA sichern Spuren in dem abgebrannten Haus. Ein Chemiker kommt zu dem Schluss, literweise Spiritus wurde ausgegossen und angezündet. Eindeutig Brandstiftung. Aber gab es wirklich 20 verschiedene Brandherde in allen Ecken? Der ganze Boden in Flammen? Die Familie muss für viel Geld eigene Brandgutachter beauftragen. Und die kommen zu ganz anderen Ergebnissen. So wie das die Ermittler vom Landeskriminalamt meinten, dass im Prinzip herrührte von vergossenen Brennspiritus auf dem Fußboden, vergossenen an den 20 verschiedenen Stellen, da waren wir uns im Klaren, das musste falsch sein. Warum? Wir konnten an keiner Stelle Spuren finden, die darauf hinwiesen, dass es einen Aufbrand vom Fußboden ausgegeben hätte. Kein Aufbrand vom Fußboden. Das heißt, literweise vergossener, hochentflammbarer Spiritus, aber er brannte nicht. Unmöglich für den Experten Rabes. Aber vor Gericht darf er nicht aussagen. Das war alles ausgearbeitet und das hatten wir alles dargelegt. Und das wurde alles ad acta gelegt, das wurde nicht gehört und wurde nicht beachtet. Und diese Nichtbeachtung, das war im Prinzip das sicher auch, was zu so einem Fehler. Isolationsängste. Ja, Angst. Angst ist ein treffendes Wort. Angst in jeder Beziehung. Ich denke mal, dass in dem Verfahren jeder der Meinung war, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Wenn sich ergeben sollte, dass diese Entscheidung anzuzweifeln war, weil das die Tat so nicht begangen wurde, dann kann man sich höchstens den Vorwurf machen, warum man der Person geglaubt hat, aber nicht unbedingt, weil die Arbeit schlecht gemacht wurde. Die Fehler im Fall Arnold, sie werden nicht ewig unentdeckt bleiben. Eine andere Stadt, ein anderes Gericht, ein anderes fatales Fehlurteil. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Monika de Montgason wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wird festgestellt. Haben Sie das verstanden, das Urteil in dem Moment? Nee, überhaupt nicht. Weil hat ja überhaupt nichts mit Wahrheit zu tun. Und auch nicht mit einem fairen Prozess. Überhaupt nicht. Jedenfalls nicht in meinen Augen. Ein gutes Jahr vorher. Es ist Abend, als die Arzthelferin Monika de Montgason vom Dienst kommt. Seit ein paar Wochen wohnt sie mit ihrem Lebensgefährten bei ihrem bettlägerigen und schwer krebskranken Vater Theodor, um ihn zu pflegen. Die Ärzte geben ihm da nur noch wenige Wochen, vielleicht bis Weihnachten. Ich hab den Abend ja mit meinem Vater noch gequatscht. Und der war also richtig gut drauf, muss ich dazu sagen, an dem Abend. Dann bin ich kurz vor 12 ja ins Bett und bin dann wach geworden, so eine halbe Stunde später.
habe gedacht, ich höre Regen auf so Fensterbrett klopfen. Sie sieht Qualm unter der Tür ihres Vaters hervorkommen. Dann bin ich raus und da kam auch schon gleich die Feuerwehr. Ihr Vater kommt in dieser Nacht in den Flammen ums Leben. Monika de Montgason wird kurze Zeit danach verhaftet. Den Grund erfährt sie erst später. Als wir dann bei der Kripo waren, wurde mir dann eröffnet, dass ich unter Mordverdacht stehe und dass sie jetzt erstmal Tacheles reden mit mir. In der Untersuchungshaft wird sie immer wieder verhört. Sie soll den Vater heimtückisch ermordet haben. Für die war ich schuld. Ja, für die war ich schuld. So hatte ich jedenfalls das Gefühl. Sie kommt in die JVA Berlin-Pankow, beteuert immer wieder ihre Unschuld. Ihr Anwalt kennt solche Beteuerungen, Aussagen, Verwertbares. Es gab fatalerweise weder irgendwelche Indizien und auch keine Beweismittel. Warum? Weil keine vorhanden waren. Ist das üblich? Es ist sehr ungewöhnlich. Das vermeintliche Opfer Heidi K. unterrichtet weiter an der Schule. Über die angebliche Vergewaltigung spricht sie mit Bekannten und mit Anja Keinert, der für ihre Schule zuständigen Frauenbeauftragten. Schon kurz nach Arnolds Verhaftung macht sie sie zu ihrer Vertrauten. Ich war natürlich geschockt und habe da in mir das Bedürfnis gespürt, sie zu trösten oder ihr irgendwas Gutes anzutun. Also ich fühlte mich für ihr Seelenheil zuständig in der Zeit. Ich glaube, aus diesem Gefühl heraus ist auch das Angebot entstanden, dass ich sie zum Gericht begleitet habe. Fast ein Jahr später kommt es zur Gerichtsverhandlung. Genauso lange sitzt Horst Arnold nun schon in Untersuchungshaft. Er denkt, jetzt wird sich alles aufklären. Jetzt wird er freikommen. Ich habe naiv, wie ich damals, vielleicht heute noch bin, ich habe damals noch an den Rechtsstaat geglaubt und habe gehofft, dass die Richterschaft, als auch die Staatsanwaltschaft, zu dem Ergebnis kommen werden, dass die Sache nicht stimmig ist. Heidi K. bleibt bei ihrer Aussage. Die Staatsanwaltschaft glaubt ihr und plädiert auf Höchststrafe wegen Vergewaltigung. Arnold hat das bestritten. Man ist offensichtlich davon ausgegangen, dass das, was er sagt, eine Schutzbehauptung ist, dass sie die Wahrheit sagt, dass das, was sie sagt, plausibel ist, dass das Sinn hat und somit die Aussage von ihm offensichtlich nicht wahr ist. Stand aber Aussage gegen Aussage. Ja. Und das reichte. Das ist eine Frage, die Sie keinem Staatsanwalt stellen sollten. Dann die Entscheidung. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Horst Arnold wird wegen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt. Was geht in einem Menschen vor, der dann weiß, die nächsten Jahre, wie sitze ich jetzt hier? Verzweiflung. Selbstaufgabe, ja, da bricht eine Welt zusammen. Ungewöhnlich war, dass Ermittler Horst Plefka den Prozess nur als Außenstehender beobachten konnte. Das Gericht, Urteilsverkündung. Das Gericht stellt fest, es war keine Brandstiftung. Die Brandursache, eine Zigarette, die der Vater im Bett geraucht hatte. Freispruch für Monika de Montgason. Frau Montgason, was sagen Sie? Bin zufrieden. Aber im Moment, ich muss erst mal einen Moment sacken lassen. Ja, also, darf ich jetzt erst mal durch. Danke. Während Monika de Montgason nun offiziell als unschuldig gilt, ist Horst Arnold zwar frei, gilt aber immer noch als Vergewaltiger. Er hat Zeit.
zu viel Zeit. Denkt immer wieder zurück an den Tag, der sein Leben entschieden hat. Was wirklich hinter dieser Tür geschah, versucht Anwalt Liro zu rekonstruieren. Und er findet Ungereimtheiten. Schon allein die Tatsache, Vergewaltigung in einem mehr oder weniger zugänglichen Raum, in einer Schulpause, anschließend setzt die Lehrerin den Unterricht fort. Der ganze Fluchtweg war eigentlich so, dass, wenn man sich die Örtlichkeiten angeguckt hätte, hätte man feststellen müssen, unbemerkt konnte sie eigentlich kaum vom Ort der Vergewaltigung dann zum Schulunterricht gelangen. Das Gericht hätte sich den Tatort angucken müssen, dann wäre eigentlich ersichtlich gewesen, das geht so nicht. Der Tatort. Nach ihrer Version soll innerhalb von gerade mal 15 Minuten Folgendes passiert sein. Sein Gang zum Biologieraum, ein längeres Gespräch, es gipfelt in einem Streit, dann die Vergewaltigung. Ihre Flucht den Gang entlang, hinaus über eine Feuertreppe hinunter, in ein Gebüsch. Sie habe sich übergeben, ihre Kleidung gerichtet, sei dann in ein anderes Gebäude, wo sie pünktlich zum Unterricht erschienen ist. Und niemand hat was bemerkt. Medizinische Untersuchungen ergaben nichts Verwertbares. Und die Kleidung? Es konnte keine Untersuchung durchgeführt werden, weil das Opfer ihre Kleidungsstücke über den Hausmüll vernichtet hatte. Noch eine Geschichte fällt Anwalt Liro auf. Sie soll sich eine Woche später abgespielt haben. Dass das Vergewaltigungsopfer Herrn Arnold auf dem Marktplatz in Michelstadt an einem bestimmten Tag zusammen mit ihrem Eltern getroffen haben will. Und da soll er ihr zugerufen haben, ich kriege dich noch, ich werde dich schon noch bekommen. Es stellte sich dann aber heraus, dass das gar nicht sein konnte. Freiheit? Klar, man sehnt sich diesen Tag herbei, aber gleichzeitig, so ging es mir, geht einem Kopf rum, was wird aus einem, weil wer möchte etwas mit einem rechtskräftig verurteilten Sexualverbrecher zu tun haben. Auch die Außenwelt hatte sich verändert. Sein Haus hatte Arnold wegen der hohen Anwaltskosten verloren. Seine Lebensgefährtin hatte ihn während der Gefängniszeit verlassen. Er ist mittellos, zieht ins Saarland, dahin, wo ihn keiner kennt. Die Haftzeit hat ihn ausgezehrt. Arnold muss sich wegen Depressionen behandeln lassen. Er schreibt hunderte von Bewerbungen, vergeblich. Der Lehrer ist zum Hartz-IV-Empfänger geworden. Es hat schon seinen Grund, dass das Selbstwertgefühl die letzten Jahre wohl sehr gelitten hat. Weil sämtliche Versuche, 200 reichen nicht, wieder eine Anstellung zu finden, die sind bisher mehr oder weniger kläglich gescheitert. Arnold, frei, abgetaucht, Sozialfall und schuldig. Damit hätte die Geschichte enden können. Wäre da nicht die Frauenbeauftragte Anja Keinert gewesen? Sie hatte der angeblich vergewaltigten Lehrerin damals geglaubt. Aber in den Jahren danach hört Keinert seltsame Geschichten über das angebliche Opfer. Und die lassen sie zweifeln. Von einer gestorbenen Tochter, die es gar nicht gab. Von einem angeschossenen Lebensgefährten. Dann habe man auch noch versucht, sie zu vergiften. Unglaubliche Geschichten, die auch öffentlich werden. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen über die Schule, an der sie vergiftet worden sei. Und da habe ich gemerkt in mir auch so ein Stück Zweifel. Also schon wieder ist da irgendwas, habe ich gedacht. Und dann so sozusagen dieses Quäntchen, was dann dazu geführt hat, dass mir also wirklich so schlagartig wie so eine innere Erleuchtung kam. Das war, als ich gehört habe, dass sie die Behauptung aufgestellt hat, der Ermittler in ihrem Vergiftungsfall sei heimtückisch ermordet worden. In dem Moment ist wie so nicht physisch irgendwas durch mich hindurchgegangen, bis in die Fußspitzen. Also wie so eine Art Erkenntnis, wie so ein Schlag, also dass da ein Riesenunrecht geschehen ist. Und ich spürte so eine gewisse Hilflosigkeit, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Also
an wen ich mich wenden sollte und wer mir überhaupt glauben würde. In ihrer Not wendet sich Anja Keinert an ihren Bruder, der ist Rechtsanwalt. 1800 und noch was Tage und Nächte kämpfen ums Überleben. Jeden Tag sitzen hunderte Menschen unschuldig in deutschen Gefängnissen. So lauten zumindest Schätzungen, die auf Entschädigungszahlungen der Bundesländer beruhen. Tatsächlich sind es wohl weitaus mehr. Das System sieht nicht vor, dass die Justiz sich irrt. Deshalb ist es extrem schwer, die eigene Unschuld zu beweisen. Und wer das schließlich schafft, den lässt der Staat im Stich. Aber jeden kann es treffen. Eine Kleinstadt in Hessen. Wie jeden Tag kommt Gymnasiallehrer Horst Arnold zur Schule. Er hat persönliche Probleme in dieser Zeit, trinkt viel und gilt bei Kollegen als schwieriger Geist. An der Schule unterrichtet er Sport und Biologie. In einer Pause will er ein DNA-Modell in einen Biologie-Vorbereitungsraum zurückbringen. Darin sitzt Kollegin Heidi K. Die Tür schließt sich. Über das, was dann passiert, gibt es zwei Versionen. Seine? Es gab nur ein Gespräch. Ihre lässt sich der polizeilichen Anzeige entnehmen, die Heidi K. eine Woche später erstattet. Darin heißt es: Er hat mich täglich angegriffen, körperlich bedrängt, sexuell genötigt. Die Mühlen der Justiz mahlen schnell. Zwei Wochen später wird Arnolds Leben auf den Kopf gestellt. Die Kriminalbeamten kommen mit dem Haftbefehl in sein Haus. Den Polizisten habe ich einen Kaffee angeboten und ich dachte an einen schlechten Scherz oder an eine Verwechslung und konnte mir aus diesem Haftbefehl gar keinen Reim draus machen. Er hat die Tat bestritten und konnte sich auch bei ihm nicht erklären, wie dieser Vorwurf überhaupt zustande gekommen war. Nach der Verhaftung ermitteln Kommissar Plewka und seine Kollegen weiter. Sie versuchen zusammenzutragen, was eine der beiden Versionen stützen könnte. Spuren, Aussagen, Verwertbares. Es gab fatalerweise weder irgendwelche Indizien und auch keine Beweismittel. Warum? Weil keine vorhanden waren. Ist das üblich? Es ist sehr ungewöhnlich. Das vermeintliche Opfer Heidi K. unterrichtet weiter an der Schule. Über die angebliche Vergewaltigung spricht sie mit Bekannten. Und mit Anja Keinert, der für ihre Schule zuständigen Frauenbeauftragten. Schon kurz nach Arnolds Verhaftung macht sie er schreibt hunderte von Bewerbungen. Vergeblich. Der Lehrer ist zum Hartz-IV-Empfänger geworden. Es hat schon seinen Grund, dass das Selbstwertgefühl die letzten Jahre wohl sehr gelitten hat. Weil sämtliche Versuche, 200 reichen nicht, wieder eine Anstellung zu finden, die sind bisher mehr oder weniger kläglich gescheitert. Arnold, frei, abgetaucht, Sozialfall und schuldig. Damit hätte die Geschichte enden können. Wäre da nicht die Frauenbeauftragte Anja Keinert gewesen? Sie hatte der angeblich vergewaltigten Lehrerin damals geglaubt. Aber in den Jahren danach hört Keinert seltsame Geschichten über das angebliche Opfer. Und die lassen sie zweifeln. Von einer gestorbenen Tochter, die es gar nicht gab. Von einem angeschossenen Lebensgefährten. Dann habe man auch noch versucht, sie zu vergiften. Unglaubliche Geschichten, die auch öffentlich werden. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen über die Schule, an der sie vergiftet worden sei. Und da habe ich gemerkt in mir auch so ein Stück Zweifel. Also schon wieder ist da irgendwas, habe ich gedacht. Und dann so sozusagen dieses Quäntchen, was dann dazu geführt hat, dass mir also wirklich so schlagartig wie so eine innere Erleuchtung kam. Das war, als ich gehört habe, dass sie die Behauptung aufgestellt hat, der Ermittler in ihrem Vergiftungsfall sei heimtückisch ermordet worden. In dem Moment ist wie so ein, ich
physisch irgendwas durch mich hindurchgegangen, bis in die Fußspitzen. Also eine, wie so eine Art Erkenntnis, wie so ein Schlag. Also, dass da ein Riesenunrecht geschehen ist. Und ich spürte so eine gewisse Hilflosigkeit, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Also, an wen ich mich wenden sollte und wer mir überhaupt glauben würde. In ihrer Not wendet sich Anja Keinert an ihren Bruder, der ist Rechtsanwalt. Eigentlich kennt er sich mit solchen Fällen gar nicht aus, aber seiner Schwester zuliebe fängt er an zu recherchieren, nimmt Kontakt mit Arnold und dessen früherem Anwalt auf. Ich habe dann die Akten auch eingesehen und die Akten haben mir dann für mich die Überzeugung betoniert geradezu, dass Herr Arnold auf jeden Fall unschuldig ist. Anwalt Liro will den Fall neu aufrollen. Die Akte Arnold, sie wird nochmal geöffnet werden. Eineinhalb Jahre sitzt Moni und gesagt, Horst, mach's doch bitte. Nur kommst du heim, ich bin doch so krank. Es ging mir ein paar Tage durch den Kopf, aber ich konnte es nicht. Ich konnte nicht etwas gestehen, was nie stattgefunden hat. Die Klinik sagt später, darüber fände sich nichts in ihren Akten. Weil Arnold die Tat nicht zugibt, erhält er keinerlei Vergünstigungen. Er darf nicht zum Sport, nicht zu Hofgängen, nur selten aus der Zelle, nur zu Therapien. Aber die gibt die Klinik dann irgendwann auf. In ihren Gutachten bescheinigt man Arnold charakterliche Verwahrlosung und schwere seelische Abartigkeit. Ein Unschuldiger, der einfach nicht gestehen will. Wenn eine ganze Horde von Psychologen über verschiedene Therapien sich intensivst mit dem Seelenkostüm von Herrn Arnold beschäftigt und dann auch beurteilt das Ganze, dass nicht einer mal auf die Idee kommt, er hat diese Tat nicht begangen. Das ist eine Situation, die uns nicht unvertraut ist. Das kommt immer wieder vor. Wir können nicht differenzieren, ob jemand die Wahrheit sagt oder aber ob er eine bestimmte Situation vermeiden will. Und diese Möglichkeit haben wir nicht, auch nicht als Psychologen oder Psychiater. Was taucht denn dann die ganze Psychologie? Ja, die Therapie eröffnet einem Patienten die Möglichkeit, sich zu verändern. Das ist Therapie. Aber zu was soll sich ein Unschuldiger verändern? Nach 5 Jahren in verschiedenen Gefängnissen wird Horst Arnold Ende 2006 entlassen. Weil er nicht gestanden hatte, musste er die volle Haftstrafe absitzen. Aber er wird schnell merken, wie sehr die ihm zugeschobene Schuld weiter an ihm haftet. Freiheit? Klar, man sehnt sich diesen Tag herbei, aber gleichzeitig, so ging es mir, geht einem Kopf rum, was wird aus einem, weil wer möchte etwas mit einem rechtskräftig verurteilten Sexualverbrecher zu tun haben. Auch die Außenwelt hatte sich verändert. Sein Haus hatte Arnold wegen der hohen Anwaltskosten verloren. Seine Lebensgefährtin hatte ihn während der Gefängniszeit verlassen. Er ist mittellos, zieht ins Saarland, dahin, wo ihn keiner kennt. Die Haftzeit hat ihn ausgezehrt. Arnold muss sich wegen Depressionen behandeln lassen. Er schreibt hunderte von Bewerbungen, vergeblich. Der Lehrer ist zum Hartz-IV-Empfänger geworden. Es hat schon seinen Grund, dass